Schau an. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Was ist los? Wovon redest du? Ah. Na gut. Weil ich das gerade gesehen habe. Wo bin ich jetzt eigentlich genau? Bergwald. Stimmt, ich sehe jetzt die Karte. Okay, das ist gar nicht so doof. Das heißt, wenn ich mich dort zuerst hinbewege, finde ich auch den Rest schnell. Na gut. Rotkappensammlung. Rotkappen, das klingt nach Pilz. Naja, mal sehen. Erst einmal, ich nehme mal das von Ross. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Aber du hast eine Tochter. Mit der, Flugleute, wie heißt sie? Whatever. Sorry. Just saying. Sag ich doch. Boss. Naja. So. Die Geocaches in der Nähe. Die sind schon mal da. Gut. Ja, die sind nicht so gut zu sehen, ohne wenn sie nicht gerade leuchten durch den Scanner. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Na gut. Schön zu wissen. Wie immer. Da ist irgendwas ganz drinne drauf, wie auch immer. Hm, sieht nicht so aus. Okay. Freak. Hör doch irgendwas. Ach schon, Geos. Ja, ich habe dazugelernt, so ganz grob drauf zu achten, kriege ich hier mittlerweile. Da hat was. Ne, nur die Vögel überall noch. Okay. Geht schneller als erwürgen, ganz ehrlich. Meine Begründung hierfür, ey. Pilze neben mir. Hm.
Lass mal die Karte markieren. Ne, die ist ein bisschen weiter weg noch. Ich habe das Gefühl, das ist wieder... Wahrscheinlich ist das vom Grab. Wir müssen uns erstmal zum Grab zuerst bewegen. Und so nach Pilzen gucken die ganze Zeit dabei. La. La. Mann, wir müssen weiter suchen. Sucht sie überhaupt effektiv? Fuck. Na gut. Ach Gott, hier sind was soll's. Nicht, dass hier drinnen noch Pilze sind. Oder Geocaches. Gab's auch schon in Höhlen drin. Der Berg ist nicht schalldicht, gut zu wissen. Du, 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 du. Heiligtum der Sturmwache. Okay. Ich mach die Punkte über. Na gut, komm her. Du bist voll. Ist es all irrelevant? Ausweichkill, Axe-Experte. Waffenexperte noch mehr. Gott, weiß kann. Jetzt execute. Man kann mit dem Stein erschlagen, mit der Axt jetzt erschlagen. Mit jeder Waffe kann man erschlagen, in Anführungsstrichen. Nur unnütz. Und wir haben eine neue Waffe bekommen. Wir können upgraden, I guess. Wallpistole. Wo rein? Kann ich groß nachdenken. Schalldämpfer. Schaden damit leicht verringert. Okay, Schaden weniger. Na gut. Muss man ja nicht benutzen. Der Salvemodus interessiert mich trotzdem nicht. Naja. Also, was haben wir denn? Alles wieder überall Explosion, Explosion. Wozu? Naja, das lernen wir gleich. Okay. Jetzt Gas geht wieder an. Warum kann ich euch anzünden? Was bringt mir das? Wenn ich sehe, ein bisschen besser. Vielleicht ist das Grund genug. Oh ja, besser sehen hat wirklich Sinn, wa? Und dann kann ich da hoch, okay. Kletterwand. Noch mehr Licht. Ja. Ah, hier ist das zum Wegschießen vorher, oder? Ach komm. Oh. Ein unnützer Kram, ey. Ich kann gucken. Ja, mal Licht an. Ein glücklicher Mist spielen. Na gut.
Gib es denn. Steht nur die Karte zu sein. Wo bist du denn? Scheinbar nicht hier, ne? Weil ich bin am Ende der Höhle. Wahrscheinlich hier oben dann irgendwo durch den Hauptweg. Okay. Dokument. 3 Geocaches zusammen. Das mit dem alle. Ja gut. Wir sehen jetzt alles. Passt schon. Das ist im Haus. Wir lassen sollten Leutchen rumhängen. Na gut. Hängt mal schön. Hänge ich euch mit auf. Ja. Ja, weiß nicht. So weit waren wir schon. Was gefunden? Nein. Nein, wir müssen weiter suchen. Geh mal weg von ihm. Scheiße. Oh, steck dich doch mal weg. Meine Fresse. Na gut. Hat sich das mit euch finden jetzt erledigt? Wait, what? Ohne Scheiß. Hast du Odi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder. Was hast du gesehen? Also, was immer die sind, was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich gehe nicht mehr hin. Selbst wenn Vater Matthias es befiehlt. Verdammt. Hilfe! Ernsthaft? Wieso verbraucht ihr so viel Munition? Oh, hi. Richtig öffnen. Yay. So gut. Und ich habe... Oh, Loot. Gib mir Waffenteile. Ah. Okay. So muss ich das Gebiet sauber machen. I guess. Das Pilze finden. Das ist das Schwierigste. Ja, wir haben Campfire. Uhu. Meh. Ach komm. Wen haben wir denn heute? Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Damn. Also, wenn das denn wahr ist, das übernatürliche Zeug, dann
Aber scheint jetzt so zu sein bisher, ne? So. Und was bist du? Und noch so ein Dolch wieder? Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Ja, das ist die einzig wahre Frage. Wie lange ist das hier? Was sind die Dinger? Mach's mal. Will noch mehr Sinn? Wahrscheinlich nicht. Komm, hüpf da nicht runter. Ah. Oh nein, Schrotflinte, Munition vor dem Schrotflinten. Keine Ahnung, im Weg. Was ist jetzt für eine Geocache? So, genau, so weiter weg. Okay. Ich will noch diverse Pilze finden, aber es ist halt Nacht und man sieht halt nichts. Ups. Oh, das wird am längsten dauern. Einfach nur Pilze sammeln. Ach, weiß. Und erstmal, was das davon. Du bist wahrscheinlich hier oben, oder? Ja. Mich da hoch. Da ist eine Kletterwand, da ist ein Ding. Ist das schon? Scheint so. Nicht so spannend, aber gut. Nee. Ah, nicht. Wofür bist du da? Na, zum Rutschen halt. Nochmal ein eine Rutsch Dingen sind und durch Nummer 3. Der hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Oh, im Morden und Töten hier so viel hin und her. Das ist nicht so das Schlimmste hier. Ja gut, man kommt hier wieder runter. Kann auch hüpfen, bloß ja nicht. Naja, was fehlt uns noch? Alles. Eine Geocache, die scheint hier am Ende des Weges zu sein. Hier ist ein Tunnel. Jetzt werde ich auf Pilzsuche gehen. Das heißt, ich werde jetzt durch den Wald hier rennen und permanent die Q-Taste drücken. Für den Scanner. Yay. Spannend. Geocache, ja.
Du bist ein Pilz. Yay. Almost. Na gut. Hier ist nochmal ein Pilz. Ich hoffe mal, dass der letzte in der Höhle ist. Ein gutes. Oder etwas, was ich direkt von hier sehe. Nope. Ist ja noch eine Geocache drin, von daher. Und was kommt raus? Nichts gut. Pilze. Okay, das ist kein Pilz. Oh ja, ich auch. Wo sind Geos? Wir sind noch weiter vorne. Es geht nur noch durch. Ja, habe ich da bekommen, ist mir klar. Oder auch nicht. Ich bin nicht weit genug. Komm mal. Victor. Was war denn eben? Beste Geo. Ich suche noch den Pilz im letzten. Geh nochmal zurück, Katze setzen, um zu suchen. Oder auf einfach mal, der ist noch hier. Sonst muss ich halt zurück wegen einem dummen Pilz. Naja, mal sehen. Wenn es den Einmalweg ist, dann wird der hier sein müssen. Wuhu. Lang genug gedauert. Na komm. Go for it. Hört ihr das jetzt? Ah. Jetzt kann ich hochschauen. Als wäre nichts gewesen. The Freak. Nichts? Fuck. Scheiße. Na ja, was soll's. Hey. Wir sind wieder hier. In unserem Gewirr. Nein. Revier. Gewirr. Gott. Ja, kommen wir zurück in die Stadt. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Wieder die Leute hier sind zum Verprügeln. Wo bin ich? Hier. Nein.
Na dann. Ich erinnere mich, ja. Ey, das ist doch so ein Ding zum Runterreißen, von denen es, glaube ich, 10 Stück gibt. Oder auch nur 5. I don't know. Oh Gott. Also wenn man eine Höhenangst hat, ist man gefickt. Ja gut. Wo fällt das lang? Oh, wahrscheinlich in die Richtung. Na ja, komm. Was soll's? Der Nebel wird dichter. Das mache ich wirklich Sorgen. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Boah, wie haben die das jetzt zusammengebaut wieder, ey? Ich frage mich. Kommt mir nicht realistisch vor. Komm. Natürlich. Wir nennen das Zufall. Ah ne, wir nennen das gescripted Events. So war das. Boah. Scheiße, Mann. Ich nehme stark an, hier gibt es nichts zu holen. Ne? Also hier würde man ja eigentlich nie wieder hoch oder runter kommen. Ich bin ganz schön weit gekommen. Wobei, na gut. Es ist zu ruhig. Schön, dass du das sagst. Schön. Scheiß Helme, ey. Und nicht schon wieder so ein Ding. Wieso habt ihr davon so viele?
Wer meine Brüder tötet, muss sterben! Oho. Easy. Schnellreise würde ich das nennen. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Möglich. Geht das? Hm. Ein Lager. Lager. Wo? Ist da unten? Oh ja. Okay. Hier ist ein Dingens. Das ist die Karte. Oh, will ich sofort zu dem gehen? Ja, ich muss, ne? Gibt ja gerade nichts anderes zu tun. Oh, da blinkt was. Geocache. Ich will doch wissen, was das hier unten war. Hab ich unten gerade freigelegt. Okay. Du bist hier. Hier darf ich witzigerweise nicht drauf stehen. Toll. Och. Geht, danke schön. Ja. Komm on. Es wirkt sehr künstlich erschwert, dieses Ding hier. Ich werde da ein bisschen quer da irgendwie. Dankeschön. Ich frage jetzt, wofür? Okay. Hügelgrabräuberin. Ernsthaft? Du bist ja gemein. Noch was drauf? Nee. Hat sich ja voll gelohnt. Na gut. Oh. Na dann. Treffen wir unsere Leutchen wieder. Passt. Bin neugierig. Will immer gucken. Kiste. Noch ein Grab. Yes.
Ein ganz alter Tanker. Tanker. Panzer. Hank. Meine Fresse. Gewehrteil. Hab ich dieses Ding voll bekommen? Also wahrscheinlich schon, aber. Why? Na komm. Wer weiß, an wie vielen Sachen ich vorbeilaufe, weil ich nicht weiß, dass sie da sind. Weitermachen, Grab machen, Karte bekommen. Kann ich doch hier ran vorher oder? Oh. Komm, bessern wir uns noch ein bisschen irgendwas. Gewehrexperten gesagt. Ich höre den Motor. Ach, komm morgen hier. Neu execute. Unnützer Rotz. Anyway. So, erstmal sehen wir uns alle wieder, alle glücklich. I guess. I hope. I don't know. Hallo. Und da. Sam. Cool. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gerne hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Schwieriges. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Ach Mensch, ich will mal böse auf Reyes sein. Eine Sekunde später stellt sich raus, ja, sie hat recht oder sie entschuldigt sich. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht. Diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Naja, meins. No, nicht vergessen. Ich muss nur noch warten. Dann muss ich direkt der Story folgen. Shit. Wie schlimm. Story folgen. Wo wir mich haben? Ein Ort. Naja. Wenn er meint.
Wieso? Solltet ihr nicht blau bluten? Egal. Ja, ich hätte auch direkt bei euch hier rüber. Egal. Wieso habe ich nie Munition für die Waffe? Ey. Bevor ich hochgehe. Geos. Ähnliches. Was zu finden. Reicht mein Ding bis dahin? Ich glaube nicht. Naja, dann wollte ich. Oh, da auch noch was? Schauen. Reicht nicht. Shit. Na gut, ich komme noch weiter. Ah, schön. Noch was hier in der Nähe. Naja. Ich hab Angst. Fällt doch wahrscheinlich wieder alles unter dem Bus zusammen oder so. Schon noch mehr Schrotflinte. Okay. Ob nach einer Spaß noch was besser ist. Seiger oder so ein Scheiß. Den ganzen Autoschrotflinten. Teile. Was hast du gehört? Oh, komm, auf dich zu bewegen. Kommen am Ende auch dran. Jetzt hier irgendwie Bücher oder sowas. Die kann ich ja erst scannen. Ah, das war's schon an. Das ist hinter der Wand. Hm. Und noch wahrscheinlich rumkommen irgendwie. Gott. Das sieht nicht sicher aus. Da
ist er. Ja, gleich. Das von hier sehe ich nochmal alles, aber ich bin so weit weg von dieser Sache. Kann ich denn hoch oder... Ja. Aber warum? Kann man hier aus nicht zielen? Also kann ich von hier nicht schießen? Gott. Muss man sehen? Nope. Wieso ist das so weit weg? Unwahrscheinlich. Okay, wenn ich das mache, das wird doch kaputt, das wird doch fallen. Das wird doch das morsche Holz kaputt machen. Und dann kann ich darüber. Oder nichts passiert und ich mache mir nur sinnlos Sorgen. Okay. Dort und dort. Muss ich ja mal woanders. Der kommt dort oben oder so. Na gut. Wenn es funktioniert, sieht es einfach super professionell aus. Wenn. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Okay, schön. Ja. Wieder nichts gelernt. Was gelernt, ne? Noch hoch drauf oder so? Noch. Die mal Pistolenmunition haben. Scheiße. Noch was aufgedeckt? Nope. Unterwegs zurück. So, bevor ich wegfahre. What the frick? Stolper doch nicht so dämlich. Komm, ah. Das war unnötig. Ich wollte doch nur hier nochmal einen Blick werfen, überall hin. Wobei. Auch hier zu weit. Aus in der Nähe. Bin ich nochmal hier hochklettern müssen? Naja, komm. Blub, blub, blub. Wait. Das Boot bewegen? Muss ich mir merken, vielleicht kann ich dadurch dann an manche Minen rankommen. Was ich so nicht weiß, ey. Na gut. So, mal sehen, was Race jetzt zu meckern haben wird. Die meckert doch jedes Mal rum. Müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe!
Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Compound-Bogen. Oder Compound, wie auch immer. Compound-Bogen gemeistert. Einzige upgradete Waffe in meinem No-Upgrade-Run. Weil es automatisch passiert. Das Ding sieht aus. Was gibt's Neues? Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzt man in größere Fläche. Okay. Boah. Schaden erhöht. Ja, auch rein, I guess. Ich hoffe, das Ding kommt durch Helme durch. Komm, warum nicht? Dann hätte ich das mit der einzigen Grund, das Ding dann zu benutzen. Naja. Wer ist? Ist er gemeistert? Noch nicht, das heißt, es wird noch ein Upgrade geben, schon. Bei dir mindestens auch noch zwei. Na gut. Ich frage mich. Und er ist irgendwie. Oh, ein Geocache. Auffällig, bis von Lara her, kommt hier an, ohne Schwitzen. Hm. Da war vorher schon irgendwie fast schon Kumpels mit den Leutchen, weil. Aber Race ist auch einfach nur zum Kotzen, oder? Egal was man macht, Lara, nö. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Ja, ich weiß. Aber nicht mehr heute.